Das ist München. Und das ist mein Hotelzimmer mit Schuhen und Socken, die kalt und feucht waren. Das ist mein Rucksack. Und das sind meine Hosen, die ich gerade nicht trage. Erfolgreiche YouTuber mit Betonung auf reich können sich alles leisten. Die sind die eine Woche in Paris und die andere Woche in München und sie wissen noch nicht, wo es sie die nächste Woche hin verschlagen wird. Weil sie schmeißen mit dem Geld einfach so um sich und können tun, was sie wollen. So ein Blogger bin ich nicht. Ich bin in München und ja, ich muss mich rechtfertigen. Auf einem Geschäftstrip, auf einer Geschäftsreise, wie man auf Deutsch sagen sollte, wenn man schon in Deutschland ist. Und zwar meine allererste Geschäftsreise. Ich war heute an einer Messe über Internet. Das ist ja für uns alle noch Neuland, aber für mich jetzt ein kleines bisschen weniger. So, und da habe ich Dinge gelernt wie, oh, Customer Journey und Customization und AI und Self-Driving Vehicles. Es war sehr interessant und morgen geht's so weiter. Beziehungsweise heute, aus eurer Sicht, heute, jetzt gerade in diesem Moment, bin ich wieder an der Internet World Messe in München. Geschäftlich. Oh mein Gott. Wer hätte das gedacht, dass ich jemals in meinem Leben eine Geschäftsreise tue? Ich fühle mich so Marie Antoinette der IT-Branche. Wie gesagt, das habe ich gar nicht gesagt. Wie auch immer, meinte ich. Deshalb gibt es heute wieder nur so einen blöden Vlog. Vlog! Vlog! Eigentlich wollte ich ein total cooles Video machen über Westworld. Westworld! Aber dank meinem Chef, der da drüben ist, jetzt in diesem Moment, er ist schuld. Eigentlich ist Roger schuld. Der hat mir das eingebrockt. Der hat letzten Freitag einfach gesagt: René, was hältst du denn davon, nächste Woche nach München zu gehen? Und ich war so: Okay. Eigentlich bin ich selber schuld, ne? Auf jeden Fall. Deshalb gibt es heute wieder nur so ein blödes Video von meinem Jet-Set-Leben. Ich bin so Metropolitan. Ah nein, Metropolitan. Ich weiß nicht, wenn man das auf Deutsch sagt. Kompo global. Das ist wichtig. Ja, deshalb gibt es heute wieder nur einen blöden Vlog darüber, dass ich nicht ein Video machen kann. Ich bin eine Riesenenttäuschung. Für die Welt und für alle meine Blog-Leser und Schauer. Insbesondere für meine Mutter, die wieder nicht auf das Video klicken wird, können wird, weil irgendwas mit der Webseite nicht geht. Dann sagt sie mir wieder: Warum siehst du so traurig aus auf dem Video? Und dann muss ich ihr das Video schicken. Sie sagt nicht Video, weil sie gar nicht gemerkt hat, dass es ein Video ist, weil ja meine Website so blöd ist. Ich muss die Website verbessern. Aber das kann ich ja nicht, weil ich bin in München. Wart ihr schon mal in München? Ich gehe gleich Abendessen. Hoffentlich mit Bier und Wurst. Das muss man beides so halten. Bier, Wurst, Bier, Wurst. Ja. Nein, ich hatte noch kein Bier. Aber ich habe vielleicht auch nicht so viel gegessen heute. Auf jeden Fall war es total interessant, so eine Expo zu machen. Und ja, ich trage noch immer keine Hosen. Hihi.